Schnupfen. Gerade in der kalten Jahreszeit ist das ein großes Thema. Gefühlt an jeder Ecke schnieft jemand und zieht ein Taschentuch aus der Hosentasche. Aber auch im Sommer kommt es gerade durch die vielen Klimaanlagen häufig zu einer Schnupfennase. Lass uns jetzt mal drei homöopathische Topmittel gegen Schnupfen genauer ansehen. Der Auslöser eines Schnupfens ist hier gar nicht so wichtig. In der Homöopathie schauen wir eher nach den Beschwerden, also sprich, wie fühlst du dich? Welche Symptome hast du genau? Läuft die Nase oder ist sie verstopft? Oder kribbelt es und du weißt, der nächste Schnupfen ist nicht mehr weit? Das schauen wir uns jetzt gleich einmal genauer an. Und eins liegt mir besonders am Herzen. Kommst du mit der Homöopathie innerhalb einiger Tage nicht weiter, dann mach auf jeden Fall einen Termin bei deinem Arzt. Manchmal stecken ganz andere Dinge dahinter und die sollte sich dann ein Arzt anschauen. Wir wollen ja nichts übergehen und übersehen. Kennst du diese Situation? Eigentlich hast du keinen Schnupfen, aber du musst immer wieder niesen. Du fängst an zu frieren und zu frösteln und du hast das Gefühl, du brütest etwas aus? Bestimmt, oder? Genau dafür gibt es einen wunderbaren Tipp und es ist fast noch ein Geheimtipp. Camphora D3. Camphora ist das perfekte Mittel, genau in diesem ersten frühen Stadium einer möglichen Erkältung. Es ist ja manchmal auch noch keine wirkliche Erkältung, aber du weißt, wenn du jetzt nichts tust, dann ist sie da. Oft fängt auch schon die Nase an zu laufen. Und besonders in der Homöopathie schauen wir ja genauer hin. Also wie sieht denn das Nasensekret aus? Ist es dünnflüssig? Und das Naselaufen, nimmt das ständig zu? Genauso gut passt es zu Camphora, wenn du auf der anderen Seite eine sogenannte verlegte Nasenatmung hast. Du bekommst kaum Luft durch die Nase, weil die Schleimhäute so verschwollen sind und du atmest eher durch den Mund. Der Kopf fühlt sich dumpf und benommen an. Feuchte Kälte, Berührung und Wärme verschlimmern die ganze Situation, aber Wärme, die tut dir richtig gut. Es ist ein Feuerwehrmittel, da es oft Schlimmeres verhindert und dich vor weiteren Beschwerden schützen kann. Es unterscheidet sich aber in der Anwendung von den sonst üblichen Dosierungsempfehlungen, weil es als Tropfen angewendet wird. Nimm die Tropfen in der D3 bei den allerersten Anzeichen einer Erkältung dreimal im Abstand von 15 Minuten mit drei Tropfen direkt auf die Zunge ein. Oft reichen diese dreimaligen Gaben schon aus. Und wenn nicht, kannst du es bedarfsweise stündlich wiederholen. Bei der Einnahme schmeckst du auch noch den Geschmack von Camphor, also nicht erschrecken. Und genau deshalb ist es auch nicht für Säuglinge und Kleinkinder geeignet. Für den Einsatz von Camphora war es vielleicht dann doch zu spät und der optimale Zeitpunkt dafür ist verpasst. Nun ist er da, der Schnupfen. Luffa macht Luft, ist jetzt gefragt. Luffa auf Deutsch, die Schwammgurke, ist ein ganz besonderes Mittel in der Homöopathie. Denn es hat eine ganz spannende Besonderheit, die nicht so viele Mittel besitzen. Es hat eine stabilisierende Wirkung auf die natürliche Abwehrfunktion der Atemwege. Und je nach Potenzierung wird es bei unterschiedlichen Beschwerden eingesetzt. Und das ist das Besondere. Luffa D6 ist der Spezialist, sobald die Nase total dicht ist. Ein Stockschnupfen ist da. Und wenn dann das Sekret wirklich mal herauskommt, dann ist es zäh und eher verfärbt. Und es bilden sich auch oft unangenehme Borken auf der Nasenschleimhaut. Kein Wunder, dass dann der Kopfschmerz kommt, wegen des Druckgefühls im ganzen Kopf. Schnupfen kann sich auch ganz anders zeigen. Die Nase läuft wie ein Wasserhahn und der Schnupfen ist wässrig. Oft kommt es auch gleichzeitig zu Kopfschmerzen. Und dann ist jetzt Luffa D12 viel besser in der Wirkung als in der Potenz D6. Und das ist auch der Fall, wenn dich eine Allergie plagt, die durch Pollen oder Tierhaare ausgelöst wird und dann die Nase läuft. Wusstest du eigentlich, dass du homöopathische Mittel auch anders anwenden kannst? Luffa zum Beispiel gibt es auch als Nasenspray. Und das hilft sowohl bei trockenen als auch bei geschwollenen Nasenschleimhäuten. Dein Schnupfen ist doch noch ganz anders. Am Anfang war es so schön wässrig und du hast es mit Luffa vielleicht auch wunderbar hingekommen. Doch auf einmal verändert sich die Situation. Der Schleim verfärbt sich gelblich-grünlich und läuft so unangenehm hinten im Rachen runter. Und oft wird er auch borkig. Ständig hast du das Gefühl, du musst die Nase putzen, aber es kommt nichts. Jetzt hat die Stunde von Stickta D12 geschlagen. Stickta pulmonaria, die Lungenflechte, ist jetzt das perfekte Mittel. Der Infekt macht sich auf den Weg auf die Bronchien. Und vielleicht macht sich auch ein bellender, trockener Husten breit. Und dann
kommt nach und nach auch die Bildung von Schleim. Nachts und durch plötzlichen Temperaturwechsel und auch beim Einatmen nehmen deine Beschwerden zu. Frische Luft und das Aufsetzen im Bett tut dir gut. Das alles deutet noch einmal deutlich auf Stick dahin. Macht dir der Husten so richtig Kummer? Dann schau dir doch mal dieses Video an. Hier geht es um 3 wunderbare Hustenmittel. Und jetzt kommt mal was ganz Einfaches. Die Anwendung der homöopathischen Mittel ist ja fast immer gleich. Und wie genau das geht, habe ich dir in diesem Video ganz ausführlich erklärt. Schau es dir an, wenn du mehr über die Einnahme und Dosierung von homöopathischen Mitteln wissen möchtest. Heute sind allerdings 2 Ausnahmen dabei. Bei Camphora in der D3 habe ich es dir ja schon erzählt. Und Lofa D6 wird 3-mal täglich eingenommen, wenn du es über längere Zeit einnimmst. Und in der D12 bleibt es bei 2-mal täglich. Mit der Homöopathie können wir ja leider nicht alle Wehwehchen und Beschwerden wegzaubern. Aber wir können es oft schaffen, dass es uns schnell wieder besser geht und wir uns besser fühlen und schneller wieder gesund werden. Wir regen die Selbstheilungskräfte unseres Körpers an und unterstützen ihn so in seinem Job. Und das gilt immer. Die homöopathischen Mittel kannst du immer mit der Schulmedizin kombinieren. Und meine Empfehlungen ersetzen nicht deinen Arztbesuch. In meinem Kanal findest du auch noch viel mehr Wissenswertes, wie du deine Beschwerden oder die deiner Familie sanft und natürlich behandeln kannst. Schau doch einfach mal rein.